Wir sind hier in Bielefeld-Quelle, quasi direkt hinter dem Bragweder Bahnhof. Der Stadtteil heißt wahrscheinlich deshalb Quelle, weil hier die Lutherquelle ist. Normalerweise kann man hinten aus dem Bahnhof Bragwede rausgehen und kommt dann direkt zu der Lutherquelle. Aber im Moment wird der Bahnhof umgebaut. Mal schauen, wie ich jetzt dorthin komme. Ja, man sieht schon, dass der Hintereingang des Bahnhofs Bragwede im Moment versperrt ist. Also der Tunnel. Normalerweise, wenn man vorne in den Bahnhof reingeht, kommt man hier hinten raus. Und hier ist auch ein Schild zur Lutherquelle. Gut. Dann muss ich sehen, wie ich da durchkomme. Ich vermute mal außenrum. Die Absperrung gilt ja nur für den Bahnhof und nicht für das Gelände hier außen. Ich weiß gar nicht, ob es nur die eine Lutherquelle gibt oder mehrere. Denn ein Stückchen weiter gibt es eine Straße, die heißt An den Lutherquellen. Da ist auch so ein Gewerbegebiet. Ich bin da gerade mal hingegangen, aber nicht bis zum Ende. Da kommt man auch quasi am Bahnhof raus, aber auf der anderen Seite des Ostwestfalendamms. Ich vermute mal, dass es da noch weitere Nebenquellen gibt. Aber gut. Das hier scheint die Hauptquelle zu sein und hier war ich auch schon öfters, deswegen möchte ich sie jetzt mal auf YouTube zeigen, weil ich so manchen Bielefelder getroffen habe, der sagt, dass er selbst im Leben noch nicht hier war. Manche Ausflugsziele in Bielefeld sind wirklich echte Geheimtipps. Ja, also einmal um den Zaun herum. Dann gehen wir doch mal Richtung Quelle. Die liegt da hinten, geradeaus im Wald. Ich hoffe, ich werde nicht vom Hund gebissen. Und wenn doch, dann habe ich es wenigstens auf Video, den Beweis. Oberhalb hier rechts ist der Ostwestfalendamm. Wir sind ja hier im Bereich Bragwede, also kurz vor dem Ende des Ostwestfalendamms bei IKEA. Und dahinter liegt der Bahnhof Bragwede. Im Moment eine große Baustelle. Da habe ich auch ein Video zu gemacht vor ein paar Tagen. Ist auch online. So. Ich weiß gar nicht, ob hier beim letzten Besuch irgendwas war an dieser Betonfläche hier. Ich kann es nicht sagen. Mal gewesen sein mag. Dann mal rein in den Wald. Da fließt schon ein Fluss. Ich vermute mal die Lutter. Die fließt ja hier vom Bragwede quasi einmal quer durch Bielefeld im Innenstadtbereich über große Strecken auch unterirdisch. Und ganz am Schluss fließt sie, so viel ich weiß, in den Obersee. Und auf der anderen Seite wieder raus. Aber gut, kann auch sein, dass ich mich da jetzt irre und das mit einem anderen Fluss verwechsel. Aber ich glaube schon. Der Weg hier ist eigentlich ganz gut weggetrampelt, um es mal so zu sagen. Also der scheint wohl öfter begangen zu sein, dass hier jemand lang geht. Ist zumindest nicht zugewuchert. Da fragt man sich, wer geht hier lang? Außer Spaziergängern wie mir, die Bielefelds schöne Sehenswürdigkeiten suchen. So, da kommen wir doch hin. Mit einer schönen Aussichtsplattform aus Holz. Tja, und was haben wir hier? Da oben den Ostwestfalendamm. Und hier unten die Lutherquelle. Gut,
ist jetzt nicht allzu spektakulär. Sieht einfach gesagt aus wie eine große Pfütze, wo das Wasser quasi von unten heraus sprudelt, ohne dass man es groß sieht. Aber es scheint doch einiges an Wasser hochzukommen, denn wenn man sieht, wie es hier fließt, ist da schon einiges an Bewegung drin. Auch wenn man dort mal schaut. Ja. Und so geht es los. Wie gesagt, vielleicht gibt es auch noch ein paar Nebenquellen, sodass das dann Ganze größer wird. Und die Lotschaft wird größer und größer, je weiter sie durch Bielefeld fließt. Aber hier in Quelle, darum heißt der Ortsteil Quelle wahrscheinlich auch so, hinterm Bahnhof liegt die eigentliche Lotterquelle. Diese Pfütze hier. Ich vermute mal, dass hier auch mal ein Hinweisschild stand. Gut, ist natürlich längst durch Vandalismus zerstört. Eigentlich schade. Ja, ich hoffe, dass ich einigen Leuten jetzt mal die Lotterquelle näher bringen konnte. Es ist, wie gesagt, ein kleiner Geheimtipp hier im Wald. Falls jemand mal etwas in Bielefeld sehen will, wo er im Leben noch nicht war, kann ich es nur empfehlen. Ja, zurück geht's zum Wald. Wieder zum Hintereingang des Bahnhofs Bragwede. Wenn der fertig renoviert ist und der Tunnel wieder freigegeben ist, dann kann man das natürlich nutzen und direkt durch den Tunnel rauskommen und dann nach rechts in den Wald, dann kommt man direkt dorthin. Ich musste ja jetzt einen weiten Weg außen rum machen, um den Bahnhof Bragwede. Aber normalerweise geht es natürlich direkter. So. Ja, ich vermute mal, die Lotha fließt hier rechts von uns. Denn da vorne kommt sie wieder raus. Da unten. Vielleicht kann ich es noch zeigen. Ja, da fließt sie. Nicht weit von hier, ich glaube, ich nehme das auch noch mit aufs Video, ist auch eine größere Grünfläche mit Wasser dabei. Ich vermute mal, das gehört auch zur Lotha. Die müsste ja jetzt hier rechts von uns. Gut, mache ich das Video noch ein bisschen länger bis dorthin. Was ich an Bielefeld besonders mag, das sind diese kleinen, unbekannten Sehenswürdigkeiten. Die Sparrenburg, den Tierpark Olderdissen und dergleichen, das kennt jeder. Oder den Obersee. Aber es gibt so viele schöne kleine Sehenswürdigkeiten. Die Lotterquelle, den 53. Breitengrad, den römischen Wachturm im Wald, der japanische Garten. Der botanische Garten, nicht weit vom Tierpark, auch wunderschön. Mit vielen schönen Blumenbeeten und Bienenstand und Wasserbecken und vielem mehr. Wird jetzt auch gerade noch weiter erweitert und so. Also, was ich damit sagen will, man muss nicht immer nur in den Tierpark Olderdissen und zum Obersee und zur Sparrenburg. Es gibt viel mehr schöne Sachen zu entdecken, die auch nicht so überlaufen sind. Und bevor ich zum 73. Mal zur Sparrenburg hochgehe und zum 32. Mal auf den Turm gehe, so ungefähr, schaue ich doch mal lieber nach anderen unbekannten Sehenswürdigkeiten. So, hier haben wir ein großes Wasserbecken. Wobei ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, ob das Wasser jetzt wirklich alles aus der Lotha kommt. Oder ob hier noch ein anderer Zufluss oder irgendwas ist. Also, da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Da müsste man vielleicht mal hinten zum anderen Ende gehen und gucken, ob die Lotha, die ich gerade gesehen habe, wirklich da reinfließt.
Theoretisch könnte es sein, denn das, was aus der Lutherquelle rauskommt, entspricht in ungefähr dem, was hier abfließt. Also, dass das die Luther aufgestaut hier ist, diese Wasserfläche, aber beschwören tue ich es jetzt nicht. Ja, die Luther fließt dann auf der anderen Seite weiter. Da drüben ist auch das Naturbad. Und dann fließt sie wahrscheinlich Richtung Stadt. Muss ja. Ja. Ja, da vorne geht's rein zu dem Naturfreibad. Ich glaube, das heißt Naturfreibad Bragwede. Hier steht Quelle. Also, wie hier welcher Stadtteil jetzt genau heißt und warum und so, ich kann es nicht sagen, aber gut. Ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Okay, das war's mit diesem Video.